Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Planet Coaster, dem Karrieremodus, meine lieben Freunde. Wir sind hier immer noch beim Coaster King und müssen Achterbahnen bauen, und zwar komplexe Achterbahnen, um dieses Szenario zu überstehen. Ja, es ist jetzt schon eine Weile her, Ewe, seit wir das letzte Mal hier den Karrieremodus angeschmissen haben. Dank meiner Umtriebigkeit bleibt einfach wenig Zeit. Aber jetzt habe ich es endlich mal wieder geschafft, eine Folge Karrieremodus aufzunehmen. Ich freue mich drauf. Ich habe Bock drauf, denn wir haben hier in der letzten Folge ja diesen roten Blitz kreiert. Und was war da jetzt nochmal? Also, zunächst mal hat irgendjemand runtergeschrieben, ich wollte ja, glaube ich, zum Ende der letzten Folge wollte ich die kombinieren. Ja, da wollte ich kombinieren Airtime und diese Achterbahn. Das Problem ist, es geht, glaube ich, nicht. Das heißt, wir müssen zwei Achterbahnen bauen. Das heißt, jetzt sind wir hier bei der 64 km/h nicht überschreiten und 5 Sekunden Airtime. Jetzt hatten wir, glaube ich, noch nicht die 5 Sekunden noch nicht ganz erreicht, wenn ich das richtig sehe. 3,9 Sekunden. Das ist blöd. Wieso ist jetzt hier Max 67? Hatte auch einer geschrieben. Also, okay. Pass auf. Dann. Das kriegen wir hin. Wir brauchen ein bisschen mehr Airtime. Und diese Airtime kriegen wir vielleicht eher in diese Abteilung der Strecke. So, lass mal hier hin. Lass das mal wegmachen. Das auch, das auch, das auch. Ab da kann es bleiben. Das auch, das auch. So. Das heißt, wir sind jetzt hier, haben hier einen Speed auf jeden Fall da. Und machen jetzt hier ein paar Airtime-Hügel hin. Gucken wir mal, ob das was wird. So. Das sind jetzt zwei Airtime-Hügel, zwei weitere. Ist die Frage, ob das was hilft. So, wie kriegen wir jetzt noch weitere Airtime hier rein? Hier vielleicht, indem wir das hoch machen. Das sieht jetzt noch scheiße aus, ist aber vollkommen egal, weil wir machen jetzt einfach so und smoothen das. Oh fuck, dann nimmt er das ganz raus. Okay, dann, na jetzt sind wir das natürlich ganz... Dann machen wir es anders, dann... Hey, was macht der da? So, machen wir das nochmal weg. Das nochmal weg. Machen das kürzer. Und machen folgendes, gehen hier hoch, machen das jetzt manuell, gehen hier auf 0, machen hier einen seichten Airtime-Hügel hin. Das ist gerade nicht so seicht, so vielleicht. So, und dann hier direkt wieder runter. Ja, das läuft. Und dann müssen wir jetzt hier dran. So, dann müssen wir das jetzt hier... Das sieht so ja nicht aus. Warte mal, ab hier... Smoothen. Ja, so kommen wir der Sache schon näher. Das sieht besser aus. So, jetzt haben wir natürlich hier was mehr Speed. Da ist Airtime. Jetzt müssen wir gleich mal gucken. Wie viel mehr haben wir jetzt? Wir testen das Ganze. Und dann müssen wir natürlich gucken, wie viel Speed haben wir hier noch drauf. Ach so, stopp. Wir sind jetzt immer noch bei 67 km/h, die wir wahrscheinlich hier haben. Da können wir aber gegenwirken, indem wir einfach sagen, Leute, mal das hier ein bisschen höher. Testen, okay. Gucken wir, wie viel kmh wir jetzt kriegen und wie viel Airtime. Wir fahren einfach direkt mal mit. Gucken wir mal. Schöner Klassiko hier. Ja, ich freue mich. Das ist doch ein schöner Coaster. Macht doch Spaß. Apropos, wir können natürlich auch noch Speed generieren, indem wir den Lifthill schneller machen, falls wir jetzt zu wenig haben. Ah, gerade mal ein bisschen was getrunken hier. So, und dann geht's hier schön runter. So, jetzt müsste hier Airtime sein. So, Airtime 1, Airtime 2. Das ist auch Airtime. Dann
hier ein schöner Smoothie-Airtime. Ja, hier könnten wir nochmal das Smoothpool rüberwatscheln lassen. So, und jetzt hier, ist das Airtime? Na, das ist, glaube ich, zu lahm. Aber hier haben wir jetzt auf jeden Fall wieder Airtime am Start. So, dann haben wir jetzt hier, das könnten wir noch in Airtime umwandeln. Das könnten wir, glaube ich, noch in Airtime umwandeln, irgendwie. Gucken wir mal, was die Testergebnisse sagen, Freunde. So, der erste Wagen kommt an. Zack. Tatsächlich Nervenkitz orange. So, was sagen die Heatmaps? Ne, was sagen die Ergebnisse? 4,6 Sekunden Airtime. Also, da sind wir schon mal sehr nah dran jetzt. Was sagt... Was? Wieso ist die Geschwindigkeit denn jetzt noch ein km/h höher gegangen? Kann ich ja gar nicht glauben. Also ich glaube, das hier ist noch keine Airtime. Das hier. Oder? Wird das hier als Airtime... Nee, ich glaube nicht. Das muss ein bisschen runter. Das muss ein bisschen runter. Da müssen wir ein bisschen mehr Speed muss da rein. So vielleicht. Jetzt müssen wir das hier erstmal wieder richtig dödeln. So könnte das besser sein. Aber wieso ist mehr Speed jetzt entstanden? Kommen wir da nochmal zurück? Was sagt der mir jetzt hier? Ach so, das ist jetzt der andere Zug. Ah, Leute! Dreiundsechzig? Wo haben wir denn hier bitte 68 km/h? Unten. Hier. Das ist der Punkt. Ja. Ja. Okay, pass auf. Was sagen die Ergebnisse jetzt? Immer noch 4,6 Sekunden. Also das hat gerade nichts bewirkt. Hier ist offensichtlich... Entweder ist das schon Airtime oder gar keine Airtime. Nicht sicher. Aber passt mal auf, Freunde. Das wäre doch gelacht. So. Also, das kriegen wir easy hin. Aber wir müssen nochmal irgendwie Airtime generieren. Also, ich hoffe mal, dass wir hier... Irgendwie, das muss ich hier nochmal abreißen. So, und dann machen wir das anders. Das soll dann hier gerade werden. So, und dann machen wir jetzt hier nochmal kurz. Könnte das klappen? Eine Möglichkeit. Ich will gerade bleiben müssen. Wieder nach. Nee, jetzt nicht. Nee, aber wir kommen tatsächlich einen runter. Oh, hier haben wir jetzt gar keinen Speed mehr, offensichtlich. Sind wir hier so lahm unterwegs? Ja, aber warte mal, das kriegen wir vielleicht hin. Weil wir wissen ja jetzt, wo der dramatische Punkt ist. Und gar nicht am Starthügel. Das heißt, da können wir noch was Speed rausholen unter Umständen. Warum kann ich hier nicht connecten? Ne? Das ist schon zu hoch, ne? Nummer eins zurück. Entschuldigung. Ich hab mal hier einen rausgerülpst. Ja, ich hab gerade, da jetzt. Gerade, hier, Kohlensäure gesoffen.
Wie gehen wir denn da? Also das hier. Das ist kein Wetterniveau mehr. Warte mal. Ja, jetzt ist doch gut. Was macht er denn da? Was ist das denn jetzt? Freunde. So, das wird auch kein Airtime-Hügel mehr geben. So, pass auf jetzt. Was hatte der jetzt hier als Top-Speed? Das ist schon knifflig. 62. Okay, also da haben wir tatsächlich doch nur 2 km/h Spiel. So, hier, das muss höher. Jetzt können wir einfach smoothen auch. So, jetzt müssen wir das mal gerade gucken. Was hat er da jetzt? 67. Nochmal testen. Die kommen auf jeden Fall jetzt, glaube ich, wieder an, vorerst. Einfach, glaube ich, immer noch zu viel. Ich sehe nichts. Stopp! Ey, dieses Spiel macht mich wahnsinnig. Was haben wir jetzt? Ja, ich weiß, hier ist jetzt ein Huggel drin. Ist jetzt erstmal egal. Ich will wissen, wie Speed wir da drauf kriegen. 63. Aber hier ist... macht er hier. Hier ist jetzt nochmal Airtime. Was sagt jetzt die Airtime, Leute? Momentan. Ist das hier auch nochmal Airtime? Wieso gibt es jetzt keine Ergebnisse? Dann muss ich den offiziell testen, oder was? Dann mach jetzt. Juckel da durch. Ich will nochmal gerade die Airtime... Ergebnisse haben jetzt. Ist das ein Gefrickel, du? Okay. Ah, 4,8. 4,8. Wo kriege ich hier noch ein bisschen Erdheim raus, Leute? Bisschen. Ist das hier jetzt Airtime? Nein, oder? Das ist zu... Was ist das hier? Ich will ja keinen zweiten Lifthill. Ich will das mit einem Lifthill schaffen, ey. Übrigens haben wir da jetzt komplett verwurschtelt, sehe ich gerade. Immer noch 4,8. Guck mal hier, das ist doch keine Airtime mehr hier. Hier, das ist doch gar keine Airtime mehr. Was ist das denn? Hier ist ja jetzt komplett da der Wurm drin. Also... So, das dürfte jetzt wieder Airtime sein. Problem war, hier waren wir auch noch zu schnell unterwegs. Teste mal.
Was sagst du mir hier als Speed? So, hier kommen wir jetzt auf 63. 64. 64. Hier das Geruppel, was ist das? Das ist ja gar nichts. Das ist ja gar nichts. Das ist ja gar nichts. 4,7 jetzt nur noch. What? So, auf das Stück hier. Von hier an. Das kann weg. Pass mal auf. Was anders. Nicht da, wenn wir der hier zwischen den anderen nochmal weg. Der muss ein bisschen. Müssen wir mal hier den weg. So, machen wir jetzt anders. So, der muss ein bisschen dahin. So, und der. Hier haben wir jetzt, ja, so ein bisschen Speed haben wir hier noch. Dann gehen wir jetzt hier einfach nochmal runter. Gehen wir hier nochmal runter. Und machen jetzt hier die Lilliput Airtime. Kennt ihr die? Nee! Mann! Kennt ihr Lilliput Airtime? Naja, das ist, das können nur die Profis. Das ist ein Gefrickel hier. Pass mal auf. Na, scheiße, ich bin ein bisschen rüber hier. Mach's mir aber auch schwierig, ne? Ich meine, wenn ich einfach einen zweiten Lift hier dran mache, dann ist das überhaupt kein Problem hier mit der Airtime. So, jetzt haben wir hier blubscht und nochmal blubscht. Ist das Airtime? Das ist jetzt die Frage. So, komm Leute. Wir haben den Shit raus jetzt. Wir lassen sie einmal durchjuckeln. Ist das überhaupt Airtime? Das ist die Frage. Vielleicht sollte ich den einfach ein bisschen erhöhen oder so. Guck mal, wir haben das jetzt auf grün gekriegt. 5,2, yes! Leute, that's it. Ich hab's doch gesagt, wir kriegen das hin. The Last Airbender. So. Jetzt muss ich aber niesen hier. Wow, eine ganze Folge hier an diesem Last Airbender gedödelt. Ach Gott, aber jetzt ist er perfekt. Jetzt haben wir hier die Airtime, die wir wollen. So, nur mal gerade gucken, was haben wir jetzt hier? Blockbremse. Haben wir nicht. Warum kann ich dann... Tja, ich hätte schon ganz gerne zwei Züge, muss ich sagen. Was ist denn, wenn ich... Kann ich... Ja, aber die sollen auch nicht... Nee, der fährt ja auch nicht so lang, oder? Ist doch egal. Wir machen jetzt hier 20, weil das ist ja krass Airtime-Feeling hier. So. Wir haben ja auch keine Geldprobleme momentan, würde ich fast sagen. Ich brauche hier Eingang und Ausgang, Freunde. Weil wir wollen die natürlich jetzt noch gerade schnell eröffnen. Das ist eine ganz beliebte Bahn. Das ist eine ganz beliebte Bahn. Da haben die Leute auf jeden Fall Bock drauf. So. Was kann ich, warum kann ich denn... Ach so. Das ist sicherlich klar.
So, wunderbar. Macht das Ding auf. Last Airbender hier hat eröffnet. Das Einzige, was hier ein bisschen die Suppe salzig macht, ist der Nervenkitzelfaktor, der hier offensichtlich vielleicht ein bisschen zu hoch ist. Aber hier, da ist der Haken. Wir haben es geschafft, 64 km/h nicht zu überschreiten und 5 Sekunden Airtime zu bieten, liebe Freunde. Das heißt, in der nächsten Folge werden und müssen wir... das läuft hier gerade schnell. Kommen hier die Leute drauf? Wollen die Leute hier drauf? Was sagen die Leute? Ist ja so teuer. Was kostet er hier? 18. Ja, okay, dann machen wir das mal auf 15. Das ist tatsächlich ja auch ein bisschen kürzer und so. Also kurz ist die auch nicht. Was ist das hier? Das ist doch wirklich eine Last Airbender, Freunde. Ja gut, dann werden wir in der nächsten Folge testen, ob sie gut ankommt, ob die Leute damit fahren. Ich sage jetzt erstmal tschüss, macht es gut. Wir haben hier die nächste Achterbahn am Start. Und in der nächsten Folge werden wir dann die Achterbahn mit 6 Spaß, 4 Nervenkitzel und 750 Metern Länge schaffen, machen, wie auch immer. Ach, warte mal, ist das... Das ist zu wenig, ne? Ja, Nervenkitzel. Es geht höher und dann wird das grün, richtig? Ja, ja, habe ich schon verstanden. Habe ich schon verstanden. Alles klar. Ich sage jetzt erstmal tschüss. Bis zum nächsten Mal hier beim Planet Coaster, beim Karrieremodus. Ciao, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen.